Hallo, liebe Mystery-Freunde. Ich denke mal, ihr wisst natürlich genau, dass es seit Jahrzehnten SETI-Projekte gibt. Das ist eine ganz einfache Sache, beziehungsweise einfach erklärt. Das ist eine Technologie mit Radioteleskopen, die lauscht in das All, in das Universum. Und zwar gehen die SETI-Astronomen, die Forscher davon aus, wenn es außerirdische Zivilisationen irgendwo gibt in unserer Galaxis, dann senden die mutmaßlich auch Radiosignale aus von ihrem Planeten oder vielleicht von einem Raumschiff sogar. Und diese Radiosignale bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit durch den interstellaren Raum und könnten dann auch jetzt zu unserer Zeit, also quasi aktuell, auf unserem Planeten treffen. Und die können wir dann mit Radioteleskopen empfangen, detektieren, wie das so schön heißt. Da muss man sich vorstellen, wenn jetzt vor 1000 Jahren eine Zivilisation irgendwo in unserer Milchstraße existiert hat, die so eine Technologie nutzte und so ein Signal abgestrahlt hat, bewegt es sich eben mit Lichtgeschwindigkeit 1000 Jahre lang durch das Universum und kommt dann jetzt pünktlich bei uns passend an. Dabei ist es eigentlich vollkommen egal, ob diese mutmaßlichen Alien-Zivilisationen jetzt absichtlich ein Signal aussenden, um auf sich aufmerksam zu machen, so, hallo, hier sind wir, oder ob sie quasi versehentlich irgendwie etwas abstrahlen von ihrem Planeten. Das ist bei uns ja genauso. Wir strahlen ja Radiosignale seit fast 100 Jahren in das Universum aus, Fernsehsignale, normale Radiosignale, die sich dann eben mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen, und mutmaßlich außerirdische Zivilisationen könnten zum Beispiel ein Signal, was vor 50 Jahren abgestrahlt wurde, von unserem Planeten in 50 Lichtjahren Entfernung empfangen und wissen, aha, wenn sie wissen, wo es genau herkommt, da auf diesem komischen Planeten, da gibt es irgendwelche Lebewesen, die seltsame Signale absenden. Aber wir haben auch natürlich in der Vergangenheit schon absichtlich Signale ins Universum geschickt, um quasi auf uns aufmerksam zu machen, so, hallo, da sind wir, meldet euch mal. Und das ist eigentlich so das Prinzip hinter SETI. Man versucht also quasi den Radioempfang von Außerirdischen zu detektieren. Und am 15. August 1977 war es dann soweit, in großen Anführungszeichen, denn da wurde das heute legendäre Wow-Signal empfangen. Und zwar am Big Ear, also großes Ohr, Radioteleskop der Ohio State University, eben im Rahmen so eines SETI-Projektes. Und bei diesem Signal, das war nämlich so stark, dass der verantwortliche Astrophysiker Jerry R. Eman da an den Rand schrieb, wow, Ausrufungszeichen. Und deshalb hat dieses Signal eben, ihr seht es ja auch in meinem Bild, ich zeige es ja hier, diesen Namen Wow-Signal vom 15. August 1977. So alt ist das schon. Und seitdem gibt es viele Spekulationen, was könnte dieses Signal gewesen sein. Denn es war sehr stark, so 30 bis 32 Mal stärker als die Hintergrundstrahlung des Universums. Und dieses Signal dauerte nicht lange. Insgesamt wurde es 72 Sekunden empfangen. Es hat dabei natürlich eine Kurve gemacht, natürlich komme ich gleich darauf zu sprechen, warum. Und zwar war so nach 36 Sekunden der Höhepunkt dieses Signal erreicht. Und das war eben so, weil dieses Teleskop, das gibt es heute nicht mehr, war erdgebunden und hat sich dann natürlich mit der Erdrotation auch gedreht. Und wenn dann ein Signal aus dem Universum kommt, gleichgültig woher es jetzt ist und welchen Ursprung das hat, kommt es diesem Signal natürlich näher durch die Erdrotation, wird dann stärker, dreht sich dann von dem Signal weg und so wird es schwächer. Also ganz einfach so eine Kurve. Aber der Astronom hat eben gesagt, ui, ui, wow, was ist denn das? Und das hat bis heute in vielen Astronomenkreisen so, wie soll man sagen, sie sehen das als das beste Beispiel dafür, was ein intelligentes außerirdisches Signal sein könnte. Ob es so eins war, das wissen wir natürlich bis heute nicht. Denn es wird ja viel spekuliert, es wurde damals schon viel spekuliert. Es gibt unendlich viele Untersuchungen und Studien, die ich auch immer wieder in diesem Video zeige. Was war der Ursprung dieses Signals? Wo könnte es hergekommen sein? Da wurde diskutiert, ob es vielleicht von irgendwelchen Supernovae kommt, also Sternenexplosionen, ob es natürlich terrestrischen Ursprungs ist, das heißt also, ob es ein irdisches Signal war oder von einem Satelliten, von einem Kometen und was alles diskutiert wurde. Nur so richtig verbindlich
darauf einigen, was dieses Wow-Signal bedeutete, das, ich sagte es ja vorhin, 30 bis 32 Mal so stark war wie die normale Hintergrundstrahlung des Kosmos, die da mit dem Radioteleskop empfangen wurde. Also da ist man sich wirklich nicht einig, was ist denn das wohl gewesen? Vor einigen Jahren war Antonio Paris vom St. Petersburg College in Florida und seine Astronomiekollegen der Überzeugung, es ist irgendwie nichts Außerirdisches. Sie sorgten mit einer Untersuchung doch für medial große Aufmerksamkeit, denn sie glaubten, dass dieses Signal tatsächlich außerirdischen Ursprungs ist, aber natürlichen Ursprungs, und zwar aus unserem eigenen Solarsystem, stammt von einem Kometen, von dem Kometen 266P/Christensen. Und dieser Komet sei eben passend damals 1977 quasi vor diesem Radioteleskop hergeflogen und, naja, laienhaft gesagt, Wasserstoffausdünstungen, Ausgasungen, eine Wasserstoffwolke. Dieses Kometen hätte dieses Signal verursacht, was dann eben empfangen wurde. Und da sich der Komet eben weiter bewegte und natürlich auch die Erde drehte, sei dieses Signal eben nicht mehr empfangen worden. Diese Frequenz, dieses Wow-Signal ist tatsächlich sehr ähnlich von Wasserstoffaufspaltungen im All. Das nennt man Hyperfeinstruktur, könnt ihr mal bei Wikipedia nachlesen, da steht das genau erklärt. Und 2016, 2017, also jetzt knapp vor 3-4 Jahren, war dann groß im Gespräch, das wurde von allen Medien verbreitet, dass eben dieser Komet noch einmal untersucht wurde von Professor Paris und seinen Kollegen und seinen Mitarbeitern. Und sie waren dann eben sicher, da kommt dieses Signal her. Andere Astronomen haben gesagt, das ist Unsinn, das ist nicht so, das ist kein natürlich, beziehungsweise das ist kein Signal von eben diesem Kometen. Wir wissen immer noch nicht, was es ist. 2020 kam dann eine neue Studie, so kann man sagen, an die Öffentlichkeit. Die wurde veröffentlicht und zwar von einem Astronomen, und zwar Alberto Capellaro. Und das ist so ein Amateurastronom ist das. Und er glaubt in dieser Untersuchung mehr oder weniger nachweisen zu können, woher dieses Wow-Signal 1977 tatsächlich gekommen ist. So etwa 14 Sterne hat er da ausgemacht in seiner Untersuchung, von denen einige Sonnen ähnlich sind, also unsere Sonne recht ähnlich, wo es dann potenziell quasi eine zweite Erde geben könnte. Und ein Stern davon, der ist 1800 Lichtjahre von uns entfernt, kam so in seine genaue nähere Auswahl. Da meint er, da könnte dieses Signal hergekommen sein. Der Stern hat einen wunderschönen Namen, und zwar heißt dieser Stern 2 Mars 1928 1982-26 40 123, und der ist, wie gesagt, 1800 Lichtjahre entfernt und könnte, weil er sonnenähnlich ist, tatsächlich auch eine zweite Erde haben, die ihn umkreist. Und da könnten natürlich alles reine Spekulationen, astronomische Spekulationen, könnte natürlich rein hypothetisch Außerirdische existieren. Dann wäre dieses Signal allerdings seit 1800 Jahren unterwegs gewesen zu uns. Das heißt also, diese Zivilisation, wenn es die dort gibt, in 1800 Lichtjahren Entfernung, hätte dieses Signal abgesendet, als wir gerade mal im Jahr 200 nach Christus lebten, also vor 1800 Jahren. Wie es dieser Zivilisation heute geht, ob sie überhaupt noch existiert, wissen wir natürlich nicht. Aber das Interessante ist, es wurde ja seit in den letzten Jahrzehnten immer wieder in die Richtung gelauscht, um dieses Signal eben noch einmal zu empfangen, um mehr Daten, genauere Analysen durchzuführen. Aber es ist bis heute nie wieder aufgetaucht. Das war eben natürlich dann auch der Grund für die Hypothese, dass es eben von einem Kometen innerhalb unseres Sonnensystems stammte, der dann aber tatsächlich noch einmal, wie gesagt, vorbeigeflogen ist und noch einmal gemessen wurde. Aber auch diese Ergebnisse sind eben umstritten. Und jetzt vor einigen Tagen kam erneut eine Studie bzw. eine Vorabstudie an die Öffentlichkeit. Die wird noch ganz offiziell veröffentlicht, und zwar von Dr. James Benford. Und er ist mit einer, naja, Hypothese an die Öffentlichkeit gegangen, die natürlich jetzt wieder ganz fantastisch klingt und deshalb auch wieder wunderbar geeignet ist hier für mein Channel und für uns Interessierte. Und zwar spekuliert er darin, dass dieses Signal vielleicht von einem, indirekt gesagt, von einem außerirdischen Raumschiff, von einem Raumfahrzeug von Außerirdischen stammen könnte. Und
Er geht da in seiner Untersuchung eben darauf ein, es ist möglich, theoretisch möglich, wir werden das in, naja, noch zu unseren Lebzeiten auch erleben, dass man mit sogenannten Sonnensegeln, Raumsonnen oder ganze Raumschiffe ausstattet, die den Druck der Sonne nutzen, den Strahlendruck der Sonne, um sich durch das Universum fortzubewegen. Aber das geht auch damit, dass man einen Energiestrahl von einem Planeten auf diese Raumsonde schießt. Ein Laserstrahl zum Beispiel auf dieses Segel und dieser Strahlungsdruck dieses Energiestrahls, dieses Lasers, treibt dann die Sonde voran. Es gibt schon genaue Überlegungen, zum Beispiel eine kleine Raumsonde auszustatten oder mehrere mit so einem Sonnensegel und damit einem Energiestrahl von der Erde anzutreiben zu unserem Nachbarsternsystem Alpha Centauri. Das ist rund 4,3 Lichtjahre von uns entfernt und nach den Berechnungen, Überlegungen könnte es uns gelingen, diese Raumsonde, unbemannte Raumsonde natürlich, so innerhalb von 2 Jahrzehnten, von 20 Jahren vielleicht dorthin zu schicken. Das ist, weil man diese Entfernung bedenkt, 4,3 Lichtjahre, hört sich nicht viel an, aber es ist für unsere Technologie, Raketentechnologie, gigantisch. Aber in 20 Jahren die Sonne dahin zu schicken, das wäre natürlich sensationell. Das würde bedeuten, zum Beispiel die Astronomen, die Techniker und so etwas, die diese Sonde starten, würden es wahrscheinlich zum größten Teil noch erleben, wie diese Sonde ankommt. Dann müsste die Signale, sendet sie dann zurück, dauert dann nur 4,3 Jahre, also würde man recht schnell Ergebnisse kriegen nach 25 Jahren, sagen wir es mal so. Aber gehen wir mal wieder zurück zu dieser neuen Untersuchung, dass dieses Wow-Signal von einem außerirdischen Raumschiff stammen könnte. Der Dr. Benford meint in seiner Analyse, in seiner Studie, da sich ja die Sterne und die Planeten im ganzen Kosmos, nicht nur in unserer Milchstraße, überall, aber in unserem Kosmos relativ zueinander bewegen, könnte diese Raumsonde, diese potenzielle Raumsonde schon weit entfernt gewesen sein von ihrem potenziellen Startplaneten von Außerirdischen und habe dann quasi die Erde gestreift, dieses Signal, dieser Energiestrahl, habe dann quasi die Erde gestreift, eben durch die Bewegung der Sterne. Und deshalb sei es nur einmal kurz detektiert worden und danach nie wieder. Denn die Sterne bewegen sich weiter, die Planeten, unserer Planet und diese potenzielle außerirdische Raumsonne, dieses Raumschiff hat sich weiter bewegt und so sei dieser Energiestrahl, also jetzt quasi in einer ganz anderen Richtung, würde er weisen. Er schreibt auch von einem Energieleck da drin und so etwas. Er beruft sich da auf einige Faktoren, warum das so sein könnte. Eben zum Beispiel, dass es bis zu 32 Mal so stark war, also ganz, ganz enorm und wirklich wow, eben von dem Hintergrund Strahlung und den normalen Rauschen des Universums sich hervorgetan hat und ebenfalls nie wieder gefunden wurde. Und so meint er, das könnte eventuell eine Lösung sein. Das hört sich alles wahnsinnig spekulativ und sensationell an. Und das ist auch, ich habe ja in einigen Videos immer schon darauf hingewiesen, ist auch Spekulation. Nur weil es jetzt irgendwelche Doktoren, Professoren in wissenschaftlichen Studien mit theoretischen Denküberlegungen, mit Modellen veröffentlichen, heißt das noch lange nicht, dass das jetzt auch so ist. Es ist theoretisch tatsächlich denkbar, dass es so gewesen ist, dass es tatsächlich ein außerirdisches Signal ist, um eine außerirdische Raumsonde, ein Raumschiff anzutreiben. Aber das wird er niemals natürlich beweisen können. Ich denke da immer an unseren Amuamua, unseren interstellaren Besucher, den wir hier vor einigen Jahren hatten. Da gibt es ja auch so viele Spekulationen und eben auch die Spekulation, dass das ein außerirdisches Raumfahrzeug oder ein Teil eines außerirdischen Raumfahrzeugs war. Vielleicht sogar eben auch eins dieser Sonnensegel. Das ist möglich, aber äußerst unwahrscheinlich natürlich, ist klar. Aber nur weil irgendwelche Astronomen solche Spekulationen aufstellen, müssen sie nicht unbedingt wahr sein. Aber das Interessante ist natürlich, dass sich seriöse Wissenschaftler auch mit solchen obskuren Themen befassen. Wenn ich zum Beispiel zurückdenke, vor 31 Jahren bin ich angefangen in Sachen Grenzwissenschaft, da haben sich Astronomen da ganz, ganz weit zurückgehalten mit solchen Spekulationen. Heute ist das wohl gang und gäbe und sie können es theoretisch berechnen und sagen, guck, in der Theorie könnte das doch stimmen, könnte das ja passen und hinkommen. Beweise dafür
brauchen sie nicht liefern. Sie haben ihre theoretischen Modelle. Wir Mystery-Interessierte wollen ja immer Beweise. Vielleicht kommen sie ja irgendwann. Und vielleicht wird ja tatsächlich irgendwann eines fernen Tages das Wow-Signal noch einmal empfangen. Vielleicht zum Jubiläum. Wie gesagt, es wurde am 15. August 1977 detektiert in den USA. Vielleicht gibt es dann ja in einigen Jahren ein Jubiläum. Zack, wir haben nochmal das Signal. Und es ist tatsächlich von einer außerirdischen Zivilisation. Und so hätten wir den Beweis, den definitiven Beweis, dass wir nicht alleine sind. Der damalige Entdecker dieses Wow-Signals, der da sein Wow dran geschrieben hat, der Jerry R. Heyman, der ist auch weiterhin sicher, so, oder war immer sicher, dass das tatsächlich auch die Möglichkeit, dass die Möglichkeit bestünde, dass tatsächlich hier eine Botschaft drin gesteckt haben könnte in diesem Signal. Aber die Technologie Mitte der 70er Jahre war noch nicht so weit, dass man die hätte entschlüsseln können. Ja, äußerst spannend, ob SETI irgendwann den Beweis erbringen wird, dass es außerirdische Lebensformen, ganze Zivilisationen gibt, ist schon so eine Sache. Vielleicht wird es auch das UFO-Phänomen irgendwann einmal beweisen. Wir wissen es nicht. Ihr könnt gerne mal hier unten drunter diskutieren, was ihr von diesem Wow-Signal haltet, von der neuen astronomisch-seriösen Spekulation. Dann sage ich mal Tschüss, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge auf den Spuren des Fantastischen. Euer Lars.